Ja, Hallo? hallo. Hallo, guten Tag. Ist die Anna-Lena Schmidt zufällig dort? Ja, warten Sie, ich hole Sie gleich einmal. Annalena, kommst du bitte? Aha, super, danke. Ja, hallo. Hallo, guten Tag, Frau Schmidt. Ja. Ich bin die offizielle Vertreterin von FoodTrooper. Sie hatten sich für unser naturreines Produkt zur Beseitigung einer Pilzinfektion interessiert. War das richtig, Frau Schmidt? Genau. Aha, super. Ich habe jetzt eine Anfrage reinbekommen. Deswegen wollte ich Sie einmal kurz anrufen. So, ich Okay. würde Ihnen gerne erstmal ein paar Fragen stellen. Passt das dazu? Ja, ich geh mal kurz in mein Arbeitszimmer. Bitte? Natürlich. Ich kann Sie gar nicht verstehen. Hören Sie mich jetzt besser? Oh ja, jetzt ist das viel besser. Toll. So, ich Ah, bin ich da. dachte, Jetzt nehmen Sie. Ah, okay, super. Können wir sprechen. Alles klar, dann Frau Schmidt, dann würde ich erstmal gerne fragen, welche Symptome haben Sie denn von einer Pilzinfektion? Also Brennen oder Juckreiz Das oder Nageldefekt? brennt, das juckt, das tut weh, weil das ist an den Füßen, ne? Und da ist das ja ganz Aha. unangenehm. Stimmt. Okay, und wie lange haben Sie das denn schon? Oh, das geht jetzt schon eine ganze. Es ist immer mal wieder weg, dann kommt das wieder und ich finde die Ursache nicht. Und auch nicht wirklich, was das hilft dagegen. Wir leben auf einem Bauernhof. Ich habe es mit allem probiert, mit Brennnesseln, mit Ziegenurin, mit tausend Sachen, was der Bauernkalender halt immer so sagt, was da helfen soll. Und beim Arzt war ich auch schon, aber der sagt auch, das geht halt wieder weg. Aber es kommt halt immer wieder und das ist nicht gut. Weil ich arbeite im Schuhgeschäft und muss immer schöne Schuhe tragen. Und Ja. wenn das dann so Natürlich. aussieht wie bei 7 Days to Die, das ist halt echt nicht toll. Natürlich, Lachen das Sie mich glaubt, also eigentlich es die kann ganze auch. Zeit aus, während ich meine leidvolle Geschichte erzähle? Nee, alles gut, können Sie ruhig erzählen. Gar kein Problem. Also es kann auch sein, die Infektion kann halt auch ge wie Gegenstände sein. Also haben Sie vielleicht Badematten zu Hause und mit mehreren Leuten sind Sie dort? Ja, wir haben hier die Dorfsauna ist hier um die Ecke. Da sind wir immer Ah, alle. ja. Das kann auch sehr gut daran liegen, weil es ist auch meistens, wenn man in öffentliche Orte geht, so wie Sauna, Turnhallen, Schwimmbäder oder auch Strand, da kann man sich natürlich ganz schnell was fangen. Sie finden das alles ganz lustig, kann das sein? Nee, aber das war jetzt genau, wo Sie gesagt haben, dass es halt in einer Sauna ist. Das habe ich auch genau gerade gedacht. Deswegen war das genau. Einfach im Moment von Ihnen. Und wie sieht es denn aus? Also haben Sie auch sehr schwitzige Füße oder halt? Ja klar, wegen der ganzen Cremes und allem, was ich da drauf schmiere. Ich hoffe halt, dass das hilft, ne? Aber das funktioniert nicht. Ich habe einen ganzen Schrank mit Cremes inzwischen. Ja, glaube ich Ihnen auch. Okay, also es kann auch sehr gut an den Saunas natürlich liegen, jetzt wo Sie es auch gesagt haben. Kann auch halt An den dran liegen, wenn Saupack zum kann das Beispiel liegen? An welchen denn? Saunas, die Sauna, Ach in so, der sie meistens, Saupack genau, verstanden. also, Das sage ich ach nicht so, so gerne nee, immer. Sauna. Ah, okay, ja, natürlich, kann man es verstehen. Es kann aber auch daran liegen, wie zum Beispiel halt Badematten. Und wenn Sie mit mehreren in einem Haus sind und immer halt auf die gleiche Badematte hingehen, dann kann das auch natürlich deswegen sein. Alles Auch klar. noch? Dann, natürlich, also Badematten natürlich auch. Also, weil, sind Sie denn, haben Sie denn eine große Familie? Ja, wir sind hier 7 Leute. Ah, genau. Ja, genau. Das wird dann auch, kann auch gut an der Badematte liegen. Das ist dann auch sehr oft so, dass es dadurch übertragen werden kann. Also wir sind hier eine Deswegen. alteingesessene Familie. Wir haben hier so eine Ziegenfarm und haben halt auch sehr viele Produkte aus Ziegenhaar. Gibt es da, dass das irgendwas auslösen kann? Ist da was bekannt bei Ihnen? Da ist jetzt nicht bekannt. Also wir wissen halt wirklich, dass üblich Gegenstände, wenn man auch sogar einfach mal die Handtücher benutzt, kann ja auch schon etwas passieren. Deswegen ist es sehr, also es wäre super, wenn Sie halt die Badematten wenigstens halt mal tauschen oder irgendwie sowas. Es kann sehr, sehr oft an den Ja. Badematten liegen. Das ist halt auch sehr oft der Grund. Ist es denn vielleicht bei jemand anderes in Ihrer Familie auch so oder nur bei Ihnen? Also ich gucke mir jetzt nur meine eigenen Füße an und die Männer, die sind da sehr verschlossen, was sowas angeht. Ja. Okay, verstehe. Also, Frau Schmidt, wir haben das auch schon seit einer längeren, also es kommt wieder und dann
Ja, das ist immer so 3-4 Wochen da, dann ist mal wieder kurz Pause, wo ich dann denke, ja, Freiheit für die Zehen und dann geht's gleich wieder los. Ah, sehr schade. Okay. Ich komme mir vor wie so ein Ork-König. Das ist in Ordnung. Also wir haben sehr viele Kunden natürlich mit den gleichen Problemen. Also da versteht man es ja auch. Also Frau Schmidt, also es ist so, ein Pilz ist ja halt ein Mikroorganismus, der auch schwere Krankheiten nach einer Zeit verursachen kann. Die Hauptgefahr besteht halt einfach darin, dass die Sporen von dem Pilz mit dem Blut halt reißen können und das Immunsystem halt dann kann ständig halt angegriffen werden, immer wieder und wieder. Oha, ist das diese neue Pilzinfektion, was man immer in den Nachrichten liest? Habe ich das? Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir das haben, aber es kann es verursachen. Cordyceps sinensis, dafür habe ich ganz viel gelesen. Ein bisschen. Also es ist halt sehr schwer. Aber die Ziegen haben das auch manchmal. Vielleicht ist das so eine Zoonose, dass das ansteckend ist. Kann das sein? Von Tier zu Mensch und umgekehrt? Also es kann schon sein, natürlich. Also man kann es nicht ausschließen. Da müsste man sehr vorsichtig sein. Es ist halt auch so, es ist ja sehr schwer, auch jetzt vor allem, wenn es wärmer wird, dann trägt man ja auch offene Schuhe. Und all das. Nee, das geht ja nicht. Wir arbeiten ja auf dem Bauernhof. Ich trage ja immer Gummistiefel. Gummistiefel. Okay. Also es ist halt so, man kann die Wirkung jetzt von Food Trooper halt in 3 Phasen unterteilen. Von was? Das heißt, wie heißt das Zeug? In 3 Phasen unterteilen. Also die Wirkung von Food Trooper kann man halt in 3 Phasen unterteilen. Das wäre halt, die erste Stufe ist halt die Beseitigung von unangenehmen Symptomen, wie unangenehmer Fußgeruch, Juckreiz, Schmerzen, Schwellungen oder manche haben auch Eiter, Und die zweite Stufe werden halt alle pathogene Organismen zerstört. Dadurch, dass es ja ein Naturprodukt ist, heißt es wirkt auch schneller ein. Oh toll. Und die genau. Also das ist jetzt keine Chemikalien oder sonst was. Da ist jetzt nichts davon drin. Ja, aber bräuchte ich nicht Chemikalien, wenn ich das schon so lange habe und das immer wieder kommt? Nee, Chemikalien sind am Ende nie wirklich gut. Also es ist so ein Öko-Bio, kann man sagen. Und das wirkt ja am besten auch immer dadurch. Das heißt dann auch, die dritte Stufe wird halt die Pilzinfektion beseitigt. Also das Wiederauftreten der Infektion verhindert und eine Immunität entwickelt es dann auch. Ach so. Immer wieder und wieder. Was, das Virus oder mein Körper? Den Pilz, meinte ich. Den Pilz, der wird beseitigt und das Wiederauftreten kann halt dann verhindert werden. Also sagen wir, das geht jetzt weg und dann ist es wiederkommt und weg ist das, was sie jetzt zurzeit haben. Ja. Eigentlich mit unserem Produkt, genau, das passiert nicht. Also wir sind ja auch schon seit 5 Jahren auf dem Markt. Also seit einer längeren 5 Jahren schon? Oh, das ist ja eine endlos lange Zeit. Ist das denn ein Antimykotika, was Sie da haben? Das ist halt einfach ein Produkt. Es ist halt, das ist jetzt so, was überall ist. Ja, aber was ist das? Aber kein Pilzantibiotikum, weil die heißen ja Antimykotika. Also Antibiotika ist das jetzt nicht, da es ja keine Medizin ist, aber genau, es ist halt ein Produkt dagegen. Das ist keine Medizin, was ist denn da dann drin? Also da sind ganz unterschiedliche, alles halt naturelle Stoffe drin. Sowas jetzt wie, es ist ja sowas haben wir jetzt nicht in den Apotheken. Wir sind ja die eigenen Hersteller davon. Ach so, das ist ein ganz spezielles Mittel? Genau. Ach, wir haben eigentlich ja auch toll. Einen sehr guten Erfolg damit. Ja, genau, also wir haben sehr gute Erfolg bei den Leuten hilft das sehr gut, sagen Sie, ja? Genau, wir haben eine 96%ige Erfolgsquote und vor allem, wenn es draußen wärmer wird, dann kriegen wir auch sehr, sehr viele Kunden rein, weil es ja natürlich in den Sommer wollen ja alle schöne Füße haben, ist ja verständlich, nichts Verwerfliches, deswegen ist es auch im Sommer nochmal super. Zum Beispiel haben wir auch, je nachdem, welche Kur man sich anlegt, kriegt man auch Kapseln dazu, also gratis dazu. Die würden Sie jetzt nicht bezahlen, je nachdem, welche Kurse Sie sich anlegen. Ja. Das sind halt sowas wie Kollagenkapseln. Kennen Sie vielleicht? Also ist das nicht das Zeug für die Haare? Es gibt es für alles. Also es gibt für Haare, es gibt für Nägel, es gibt für alles ein Kollagen. Ach so. Sehr unterschiedlich überall. Nee, ich beschäftige mich nicht so sehr mit diesem Beauty-Zeug. Keine Sorge. Also die Kapseln sind halt einfach dazu da,
ihr Immunsystem zu stärken nochmal. Ja. Die kombinierte Anwendung von Kapseln und Spray kann halt dazu beitragen, ein effektiveres Ergebnis zu erzielen. Hilft Ihnen das denn, wenn ich mir mal ein Foto von meinem Fuß schicke? Hilft Ihnen das weiter? Mhm. Also wir haben leider wir machen nur die Anrufe. Deswegen hören wir erstmal die Erklärungen an, weil wir können uns das ja vorstellen auch, weil wir haben ja sehr viele Kunden und immer die Erklärung. Ja. Dann können wir uns das schon vorstellen. Haben Sie das denn halt, Sie haben gesagt, beide Füße, ne? Ja, also der linke stärker genau. Als der rechte. Das kann vielleicht, wird damit nichts zu tun, aber ich tanze sehr gerne und da ist halt der linke Fuß dominant bei mir. Vielleicht ist das wegen der Belastung so, ich weiß es nicht. Eher weniger, denke ich eher nicht. Beim Tanzen hat das jetzt, denke ich mal, weniger, ganz weniger zu tun. Also ich denke eher, es ist wegen den Badematten und die Sauna natürlich. Ist bestimmt das Hauptproblem bei Ihnen dazu. Ja, aber dann also, müsste ja das ganze Dorf durchgängig pilzkrank sein. Das bin ja offenbar nur ich. Vielleicht nicht, weiß man nicht so genau. Ja, wie gesagt, ich habe den anderen Leuten jetzt nicht unter den Rock und in die Schuhe geguckt, genau. Aber man weiß es ja nicht, ne? Natürlich. Also, zeig mir deine Ziege und ich zeig dir meine. So nach dem Motto macht man das ja sonst öfter mal auf dem Dorf, aber da habe ich mich nie so begeistern können für. Ja, natürlich, versteht man ja auch. Also es ist halt so, die Anwendung von Food Trooper ist halt nach dem Duschen, also oder einfach die Füße mal waschen, ist es so, dass sie auf die betroffene Stelle einsprühen und dann machen sie leichte kreisbewegende Massagen. Das kann man bis zweimal am Tag machen. Das ist einfach so. Und die Kapsel wäre dann halt einfach einmal vor dem Mittagessen. Okay. Und das wäre halt die Anwendung. Und zum Beispiel hätten wir dann halt heute eine effektive Kur im Angebot. Das heißt, zum Beispiel würden sie dann heute davon die 3 Sprays kaufen und 2 Packungen von den Kapseln würden wir ihnen dazu schenken. Heißt, kaufen sie nicht. Ach, das ist ein Spray? Das heißt, ich würde damit meine Füße einsprühen? Genau. Ah. Mhm. Genau, wo sie es haben, sprühen sie es ein und leichte Kreismassagen machen. Und das ist halt für heute eine effektive Kur, hätten wir halt ein Angebot. Das ist ja auch eine Beseitigung. Müssen das Kreismassagen sein? Weil ich glaube ja an die Heiligtümer des Todes. Und da ist das ja diese Dreiecksgeschichte. Ich mache immer Dreiecksbewegungen beim Massieren. Ist das in Ordnung oder geht das dann nicht? Natürlich. Nee, das können Sie auch, solange Sie es einfach wirklich massieren. Also nicht einfach sprühen und dann. Weil das ist ja für das größere Wohl. Ja, genau. Es ist halt einfach ein bisschen wenigstens einmassieren und dann geht's auch wieder los. Lang lebe Gellert Grindelwald und ich hoffe, das hilft dann auch. Natürlich, also wir haben auch eine sehr hohe Erfolgsquote, deswegen müssen Sie sich jetzt gar keine Sorgen machen. Das ist gut. Und es ist halt auch. Also ich war gestern war ich so frustriert, ne? Da bin ich wieder nach Hause gekommen, ziehe die Schuhe aus, wieder alles knallevoll und dann habe ich einfach beschlossen, scheiße, ich setze mich jetzt aufs Sofa, ich brauche jetzt erstmal einen Mega-Pint. Das musste einfach sein. Ich musste das irgendwie alles, ist es ja sonst nicht auszuhalten. Glaube ich Ihnen auch, natürlich. Also vor allem, wenn es auch wehtut, muss es wirklich sehr anstrengend sein, wenn Sie auch vor allem den ganzen Tag beschäftigt sind. Natürlich. Deswegen, ja, dann wird es auch natürlich schwerer. Also es wäre halt auch für eine Stärkung der Schutzfunktion von Haut und Nägeln auch. Dadurch, vielleicht reißen Ihre Nägel dadurch dann auch. Ja, die sind also so angeknackt halt, ne? So wie Dumbledores Zauberstab am Ende. Das war ein guter Vergleich dann. Ja, so fühle ich mich immer an, wenn ich die Schuhe ausziehe. Knack, du bist nicht mein wahrer Herr. Und da denke ich immer, nein, was soll ich denn jetzt nur machen? Ja, also erstmal, also für die, es wäre halt dann 3, also die Sprays und 2 Packungen für die Kapseln, wäre halt für heute, für insgesamt die 5 Packungen, wäre es halt für heute 179. Wie wäre denn dieses Angebot für Sie, Frau Schmidt, also für die insgesamten 5? Also Sie bezahlen nur die 3 natürlich. Also ich bezahle 5, kriege 3? Ist das so ein Freundschaftsdeal oder was? Ja, es ist halt Angebotszeit bei uns, deswegen für heute. Zahle 5, kriege 3, das probiere ich auch immer bei meinen Fußfotokunden, das klappt aber nicht. Klappt nicht. Nee. Schade, vielleicht beim nächsten Mal. Und wie lange reicht so ein Spray? Das reicht schon, also es sind ja 3 Sprays und 2 Packungen Kapseln, die reichen dann auch schon über ein paar Monate. Also das ist halt 30 Milliliter in einem Spray, dann wird das schon halt 3-4 Monate bei Ihnen halten.
Das ist ja klasse. Und wie oft muss man das dann am Tag benutzen? Zweimal am Tag aufsprühen. Einmal also morgens und einmal abends. Jetzt ist es ja so, dass wir auf dem Bauernhof ja immer sehr früh aufstehen. Soll ich das dann benutzen, wenn normalerweise andere Leute aufstehen oder wenn ich aufstehe? Nee. Wenn sie aufstehen. Trotzdem, wenn sie aufstehen, lieber wäre es besser, wenn sie das so machen. Weil dann sind sie auch beschäftigt und dann hat es ja auch Zeit zu wirken, einzuwirken. Das wäre super, wenn sie halt, wenn sie aufstehen, ja, aufspüren. Und wie ist das so den Tag über, wenn das so ganz doll wehtut? Kann man das dann noch ein zusätzliches Mal nehmen oder lieber nicht? Kann man, aber am besten nicht mehr als dreimal am Tag. Also man kann es auch mittags, wenn sie aber Zeit haben. Viele haben meist keine Zeit auf Arbeit oder wie sie auch beschäftigt sind. Mhm. Aber das muss auf gereinigte Haut. Das ist sehr wichtig. Ach so. Also, dass man die Füße waschen, dann morgens und dann abends wieder Füße waschen und dann wieder drauf sprühen. Mhm. Das hört sich ja nach einem Plan an. Aber das wäre ja so toll, wenn das irgendwie funktionieren würde. Natürlich, also haben wir auch keinen Zweifel. Vor allem, wenn sie solche Schmerzen haben, dann wirkt das dann auch. Müssen sie halt ein, zwei Wochen warten, bis es auch wirklich einwirkt. Nach zwei Tagen wird das jetzt nichts, aber höchstens nach ein, zwei Wochen merken sie dann schon vorher und nachher Resultate. Das ist echt dann, klasse. Also ich habe jetzt noch, wie lange dauert denn das, bis das dann kommt, wenn ich das bestelle? Nächste Woche kommt es an. Also heute ist Samstag, heute morgen nicht, aber ab Montag dann schon. Also wir sind ja in Deutschland, genau. Ja, klar. Deswegen 3 bis 4 Tage. Also sowieso bis Freitag kommt es dann bei Ihnen an. Das ist dann gut. Kein Problem. Das ist gut, weil ich habe jetzt nämlich noch, das habe ich hier mit dem Dorfheilpraktiker besprochen. Ich habe jetzt noch 6 Tage mit der Eigenurintherapie von den Hausziegen, weil der wird auch antimykotische Wirkung nachgesagt. Und das wird jetzt gerade auch vorbereitet. Da muss ich gleich einmal kurz rübergehen, während wir weitersprechen. Mhm. Und dann können wir die Bestellung fertig machen. Natürlich. Also hier bräuchte ich dann halt einfach einmal die Adresse natürlich. Einmal ganz kurz, muss da kurz anklopfen. Natürlich. Alles Hallo, gut. Ich bin da. Ich setze mich schon mal drüben hin. Ich muss gerade noch weiter telefonieren. Das ist ganz wichtig. Danke. So, da bin ich wieder. Entschuldigung. Alles gut, Frau Schmidt. Ich musste mich nur da anmelden. Nicht, dass die denken, ich komme nicht. Ich habe jetzt gerade noch kurz vorm Laden gestanden. Weil das ist ja hier. Okay, alles gut. Das ist ja die Zylinder-Ziegenfarm und da kriegt man eben alles. Also Haare, Fell, Hörner. Und die bieten natürlich halt auch diese therapeutische Ziegenurintherapie an. Und das ist mit Sicherheit extrem. Also ich finde, das hilft. Natürliche Sachen helfen. Ja, natürlich. Ich habe einen Termin bei der Betsy heute. Was ist denn in Ihrem Medikament so drin? In unserem Medikament? Also meinen Sie Produkt? Ja, mögen Sie das Wort Medikament nicht? Nee. Das merke ich schon. Wir benutzen das Wort meistens auch nicht, weil es ja kein Medikament ist. Deswegen wollen wir auch nichts Falsches sagen. Ach so. Also bei uns, genau. Deswegen, wir wollen halt nichts Falsches den Kunden raten. Deswegen, also wir haben halt eher alles Natürliche, wie zum Beispiel auch Öle, wie Zitrone, Mandarine, Limette. Oh, haben wir alles sowas. Das ist da drin. Genau, und Petersilie, halt Orthodon. Petersilie? Das alles halt eher. Genau, das wirkt dann gut auch. Natürlich. Hilft Petersilie und gegen Fußpilz? Natürlich, gegen die Pilze und Bakterien hilft das sehr gut. Also es ist ja alles gemischt. Und das sind halt eher die Öle. Aber deswegen sollte man dann, wenn wir es ins Natürliche, sollten wir da nicht eher irgendwie Honig nehmen? Weil das ist ja antibiotisch. Antibiotisch, Honig? Ja, natürlich. Also Honig ist auch natürlich immer gut, aber in diesem Produkt genau haben wir jetzt kein Honig, aber wir haben auch zum Beispiel die Mandarine oder Fenchel, haben wir sehr viel. Da ist ja alles deswegen drin. Natürlich. Deswegen ist es auch ein gutes Bioprodukt, weil es ist einfach alles drin, was man auch wirklich braucht für ein Naturprodukt. Das ist toll. Okay. Alles klar. Okay, Frau Schmidt, dann sollen wir dann Ihre Bestellung einmal abschließen? Nochmal kurz, die schicken gerade die Ziegen hier durch. Was war? Sollen wir dann einfach einmal Ihre Bestellung dann abschließen, Frau Schmidt? Ja. Wenn ja, dann möchten Sie mir bitte einmal Ihre Postleitzahl weitergeben. Ja, das ist 91448. Aha, ist das in Emskirchen? Ja. Aha, super. Und die Adresse nochmal bitte? Das ist Altschauerberg 8C. Altschauerberg 8C.
Ja. Also das wird dann auch der Postmann finden. Der was? Dort. Die Post. Ach so. 8C. Ja, guck mal, okay. hier an der Stelle tut das besonders weh. Da soll die Betsy drauf pinkeln. Entschuldigung, da bin ich wieder. Okay, also das, es grad, war das ist gerade voll Multitasking hier. Ich weiß gar nicht, was ich zuerst machen soll. Ja, sie machen super. Sie machen super. Können Sie die Ziegen hören? Ich kann sie super. Ja, die kann ich hören. So, ich bin. Hier sind die kann man hören. Die sind total toll. Das sind so Zwergziegen, indische Zwergziegen. Kennen Sie die? Oh nee, ich habe Angst vor sowas. Sie haben Angst vor Ziegen? Ja. Das ist ja schrecklich. Ich bin aber auch eine Ziege. Was machen wir denn jetzt? Haben Sie jetzt Angst vor mir? Eher weniger, weil Sie noch sprechen können. Noch? Warte mal, bis ich was getrunken habe. Dann mache ich auch so da, da, da. Das sind Ausnahmezustände, Frau Schmidt. Das würde ich jetzt nicht behaupten, dass das ein Ausnahmezustand ist. Also ich wohne ja auf dem Bauernhof. Ich kann auch sehr gut das Hühnchen. Aber an der Stelle kennen Sie bestimmt alle Tiere schon. Genau, sehen Sie. Oh nein, jetzt kommt die Kuh angelaufen, die belästigt mich immer. Ich muss mir merken, das nicht zu machen. Wie war nochmal der Name von Ihrer Firma? Das ist halt Venezil. Also das Was? Produkt ist Venezil. Nee, die Firma. Das Produkt heißt Venezil. Firma. Ja, die heißt Mulberry. Wie schreibt man das? M-U-L-B-E-R und 2R und dann Y noch am hinten dran. Mulberry, da verkaufen wir sie halt. Okay, dann. Wie heißt das Zeug nochmal, das ich jetzt kaufe? Food Trooper heißt das. Food Trooper heißt das Produkt und Simpler Motion Cups sind das noch dazu. Okay, so dann, Frau Schmidt, war das Altschauer Berg? Den Kram gibt es sogar bei Amazon zu kaufen, das gibt's ja nicht. Ach ja, gibt das auch? Ja, ich habe gerade mal geguckt, da kostet so eine 30 Milliliter Packung kostet 50 Euro und die Eigenmarke von Amazon kostet 3,99. Ja, es ist halt dort teurer. Also wir haben halt, obwohl wir die Hersteller davon sind, haben wir es auch ein bisschen günstiger, auch in großen Packungen deswegen. Okay. Haben Sie ein Bildtelefon? Dann zeige ich Ihnen mal die Ziegen hier. Ach so, sowas haben wir leider nicht. Wir sind eine IP-Telefonie. Heißt, wir sind halt strikt nur für Anrufe. Oh, hast du keine Webcam? Nee, haben wir leider nicht. Das ist ja traurig. Wir sind ja strikt für genau. Ja. Okay, dann Frau Schmidt. War Ihre Adresse, also wiederhole ich nochmal, Altschauer. Warte mal ganz kurz, ich krieg gerade einen Anruf. Mhm. Hallo? Hallo, Frau Schmidt, genau. Hey, Thorsten, ich habe gerade wieder die Behandlung. Die Ziege pinkelt mir gerade auf den Fuß. Ich habe da ein Video von gemacht. Für 50 Euro schicke ich dir das rüber. Du kannst mir ja nachher noch mal eine Mail schreiben. Wer zuerst kommt, kriegt es, ne, mein Schatz. Bis dann. So, Entschuldigung, da bin ich wieder. Alles gut, Frau Schmidt. Okay, dann, Frau Schmidt, um Ihre Bestellung auch abzuschließen, haben wir Altschauer Berg 8. Emskirchen, alles richtig? Genau. Genau. Dann, Frau Schmidt, wie würden Sie denn gerne bezahlen? Also unsere Kunden zahlen halt öfters mit PayPal oder Kreditkarte. Wie passt das für Sie? Na, ich überweise das. Na, Überweisung haben wir leider nicht. Haben Sie vielleicht Online-Banking? Wie? Ihr habt keine Überweisung. Was ist das denn für eine Firma? Also wir machen halt nur strikt oder per Online-Banking oder halt per Nachname. Ja, aber Online-Banking ist doch Überweisung. Also ja, Sie kriegen halt den Link von uns dazu geschickt. Nach diesem Anruf, sobald ich auflege, kriegen Sie einen Link. Der ist halt für 3 Stunden gültig. Wenn Sie es nicht schaffen sollten, in diese 3 Stunden zu bezahlen, wird es halt einfach per Nachname rausgeschickt und dann zahlen Sie es halt einfach, sobald der Postbote dort ist. Das können wir auch machen. Okay, super. Dann, Frau Schmidt, hier steht aber Ihre... Ist das Ihre Telefonnummer hier? Ja, natürlich. Oder ist das nach Hause? Ah,
Okay, dann könnten Sie mir vielleicht, haben Sie vielleicht noch eine E-Mail-Adresse, die ich noch hinzufügen könnte? Natürlich. Ich rufe gerade mal auf. Ich habe so eine extra für Bestellungen. Okay. Ich gehe noch mal kurz raus. Der Ziegenurin, der muss jetzt trocknen. Ich setze mich mal kurz an die Sonne. Da können wir das weitermachen. So, kann das losgehen? Aha. Das ist Telefon. Aha. Ziege. Alles reingeschrieben? Ja, natürlich. Ziege. @gmail.com. @gmail.com. Alles klar, super, das haben wir dann, Frau Schmidt. Und für den Fall, wenn Sie nicht zu Hause sind, wird das Paket halt einfach zu der nächsten Abholstelle abgelegt. Aber dazu kriegen Sie halt dann eine E-Mail. Ach oder so. Oder auch eine SMS. Ja, ich bin ja eigentlich immer da, weil wo soll ich mit so aggressivem Fußpilz hingehen? Nicht, wenn ich mich in den Bus setze, dann wachse ich da ja fest. Vielleicht finden Sie einen Weg. Ein Date? Dann, war das ein Angebot? Ein Weg. Nee, ich meinte einen Weg. Vielleicht kriegen Sie ja noch einen Ausweg. Sie meinten ja, Sie haben auch viel zu tun. Ja, natürlich. Deswegen. Von wo rufst du eigentlich an, sag mal? Wir rufen von einer IP-Telefonie an. Das war nicht meine Frage. Wo? Ach so, von welcher Stadt ich anrufe? Ja, klar. Von Dortmund an. Von Dortmund? Oh, das ist eine tolle Ecke. Genau. Wo denn da? Welcher Stadtteil? Ja. Es ist halt eher in der Mittelstadt, genau. Es ist halt in Hombruch. Halt nicht so weit weg davon. Ich kenne nur da den Bahnhof da mit diesen irren Treppen, die da haben. Natürlich, mit den vielen Treppen meinen Sie. Genau, ja, da genau. Draußen gibt es ja hier, wenn man da rauskommt, da sitzen immer die ganzen Assis drauf. Genau, davon, die sind immer noch draußen, also keine Sorge, die sind immer noch dort. Naja, wäre ja schöner, wenn nicht, aber was will man machen? Ich kann da ja meine Füße mal hinhalten, dann gehen die alle weg. Könnten Sie gerne versuchen, Frau Schmidt. Alles klar, dann, toll. Frau Schmidt, wiederhole ich doch mal Ihre Bestellung und dann sind wir auch fertig. Dann wäre das Annela Schmidt, haben wir, Altschauer Berg 8 in Emskirchen und Sie haben halt das 3+2 für 179 erworben. Okay. Das war doch jetzt dieses, ich bezahle 5 und krieg 3 geschickt, ne? Ja, genau, Sie bezahlen halt für die kompletten 5. Nee, sie bezahlen für 3 und 2 kriegen sie halt noch dazu geschenkt. Genau, toll. Das war das halt. Okay, super. Dann, Frau Schmidt, haben Sie dann noch irgendwelche Fragen? Kann ich Ihnen noch irgendwie weiterhelfen? Ja, hallo, hier ist Dimitri. Ich wollte eben mal fragen, wie ist das Wetter in Dortmund? Weil ich will dann nachher mit meinen Kumpels zum Saufen noch hin, wenn uns der Fußpilz nicht alle umbringt. Das Wetter ist ganz in Ordnung, keine Sorge. Ja, kommst du nachher auch am Bahnhof mit uns trinken, Devoschka? Ich bin am Arbeiten den ganzen Tag. Ja, du kannst aber nicht bis tief in die Nacht telefonieren, das geht nicht. Ja, stimmt. Man muss machen, was man tun muss dann. Ja, ist so. Aber meine Güte, bist du junge Frau, ne? Warum gibst du dich für so einen Scheißdreck her, sag mal? Das ist ein toller Job, wenn man es sich so anguckt. Ja, also, bist du mir sehr böse, wenn ich dir jetzt sage, dass du live auf YouTube bist? Nein. Dann bist du gerade live auf YouTube. Wir verarschen Telefonbetrüger. Möchtest du Hallo sagen? Wie macht das denn Sinn, Telefonbetrüger? Wie macht das Sinn? Das ist wichtig, die zu verarschen. Schneiden, rendern, hochladen. Wir sind aber keine Telefonbetrüger. Nein, ihr verkauft, was war das? Zitronensäure und Limettensäure mit ein bisschen Tee und Petersilie für, was war das? Literpreis von 4.900 Euro. Nein, doch nicht. Natürlich. Nein. Nein. Ein Scheiß, ne? Oh, das ist unglaublich. Okay, aber immerhin gibt es bei euch Leute, die Deutsch sprechen können. Das ist nicht so häufig bei der Masche. Also wir haben sehr viel, wir sind europaweit. Das glaube ich, das ist die Ndrangheta auch und die Cosa Nostra. Ja, die kenne ich leider nicht. Also dann müssen Sie mir jetzt sagen... Müssen Sie mir jetzt mal weiterleiten, ist das jetzt halt, wird die Bestellung dann rausgesendet oder nicht jetzt bei Ihnen? Rausgesendet wird die bestimmt, aber die Adresse, wo die hingeht, das Haus ist abgerissen worden. Da kann der Postbote das einfach in die Baugrube reinschmeißen, weil für was anderes ist der Kram eh nicht zu gebrauchen. Okay, also sagen Sie mir jetzt einfach, anstatt hier einfach die Zeit zu verschwenden, ob jemand Ihnen behilflich sein kann oder nicht. Ja, such die richtige Arbeit und hör auf, die Leute abzuzocken, damit kannst du mir behilflich sein.
Ich kann Ihnen gerne damit behilflich sein, weil wir keinen abzocken. Können Sie sich ja selbst mal durchlesen, wenn Sie Interesse daran haben. Singst du das Lied von Pokémon mit mir zusammen zum Abschluss? Devoschka, singst du mit mir?